Moin Moin, wir befinden uns immer noch auf dem Friedhof, genauer gesagt auf dem Ulsdorfer Friedhof. In der letzten Folge haben wir uns den alten Teil, den sogenannten Cordes-Teil, angeschaut. Ihr erinnert euch? Jetzt schauen wir uns den sogenannten Linne-Teil an. Otto Linne, hier sein Grab, gestaltete die notwendige Erweiterung des Friedhofs. Anders als sein Vorgänger bevorzugte er eine sachliche, geometrische, klare Linienführung und grenzte sich damit deutlich von seinem Vorgänger Wilhelm Cordes ab, der wiederum in der Gestaltung einen englischen Landhausparkstil bevorzugte. Und was zeige ich euch heute? Außer dem Familiengrab von Otto Linne? Ja, auf alle Fälle viele Prominentengräber, wie in dem anderen Video auch, aber auch Themengrabfelder, wie zum Beispiel diesem hier, das den Seeleuten gewidmet ist. Genauer gesagt den heimatlosen Seeleuten. Betreut wird die Anlage von der Deutschen Seemannsmission. Aber auch der langjährige Seemannsdiakon Friedrich Schlage, liebevoll Vater Schlage genannt, ruht hier mit Frau Luise. Einzigartig dürfte das zweiteilige Grabmal, das durch einen kreuzbildenden Abstand eine Einheit bildet, sein. Weiter zu einem Heldengrab, das von Paul Wilhelm Bäumer. Er war mit 43 Luftsiegern einer der erfolgreichsten deutschen Jagdflieger im Ersten Weltkrieg. Danach gründete er sein eigenes Flugzeugbauunternehmen. Verunglückte während eines Testflugs am 15. Juli 1927. Er stürzte mit seinem Flugzeug in den Öresund. In einer Sichtachse steht ein Obelisk, der an das Flugzeugunglück in Bathurst, der damaligen Hauptstadt von Gambia in Westafrika, erinnert. 15 Besatzungsmitglieder stürzten mit einer Junkers U-90 DAJVJ bei einem Erprobungsflug am 26. November 1938 ab. Die feierliche Beisetzung von 11 Toten fand hier am 5. Januar 1939 mit militärischen Ehren statt. Von ganz viel Leid und Tod erzählen Kriegsgräber. Tausende Grabsteine mahnen. Hier wurden gefallene Soldaten und Angehörige von NS-Organisationen begraben. Durch Umbettungen, im Laufe der Zeit aber auch NS-Justizgerichtete, ermordete jüdische Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge, Kinder von Zwangsarbeiterinnen sowie Opfer von Euthanasieverbrechen. Auch für Bombenopfer gibt es Grabanlagen. Hier ruhen, um es genau zu sagen, 36.918 Hamburger Innen. Viele Leichen wurden ohne Identifizierung per LKW hierher gebracht. KZ-Häftlinge bestatteten die Toten. Die Namen der 20 Hamburger Stadtteile, aus denen die Opfer stammen, sind auf großen Eichenbalken auf den Grabfeldern aufgeführt. Im Mittelpunkt der Grabanlage steht ein Kubus. Das Innere demonstriert das Schicksal der Toten. Auch alliierte Soldaten sind auf dem Ulsdorfer Gottesacker begraben. Äußerst gepflegt sind die Commonwealth War Graves. Und das hier ist eine Trauerhaltestelle. Sehr modern.
eine Stahlbetonummantelung, frei zugänglich, nicht einsehbar, ermöglicht dem Besucher eine zeitgemäße Form des Gedenkens, indem die individuelle Trauersituation gerecht wird. Im Inneren können Nachrichten mit Kreide oder kleine Erinnerungsgegenstände hinterlassen werden. Die Bestattungskultur hat sich geändert. Der Trend geht zu anonymen Urnenbestattungen. Sehr viel günstiger als eine Sargbestattung. Somit wird zwangsläufig weniger Fläche benötigt. Der Friedhof Ohlsdorf wandelt sich in einen großflächigen Park und steht unter dem Leitmotiv Inszenierung der Stille oder schlicht Projekt Ohlsdorf 2050 genannt. Somit finden behutsame Veränderungen statt, wie zum Beispiel die Errichtung eines Aussichtsturms. Installiert wurden an unterschiedlichen Standpunkten zwei davon. Die Türme ermöglichen den Friedhofsbesuchern einen erhöhten Blick über die Landschaft und in die Ferne. Gut, über Sinn und Unsinn kann man sich streiten. Was soll's, mal sehen, was hier im Laufe der Jahrzehnte noch für moderne Bauwerke entstehen. Weiter geht's mit den prominenten Gräbern. Davon haben wir uns viele im letzten Video angeschaut. Jetzt sozusagen der zweite Teil. Wir steuern auf das Grab von Karl-Heinz Köpke zu. Er war Tagesschausprecher von 1959 bis 1987. Sein stets korrektes Auftreten brachten ihm den Beinamen Mr. Tagesschau ein. Hier begraben mit seiner Frau Gertrud und Familie. Jetzt zu einem deutschen Weltstar, einem Bandleader, Komponisten, Arrangeur und Musikproduzenten. Veröffentlicht hat er 164 reguläre Studioalben, verkaufte mehr als 80 Millionen Tonträger, wurde ausgezeichnet mit 17 Platin und 208 goldenen Schallplatten. Gemeint ist Hans Last, Künstlername James Last. Ein weiterer Künstler ist im Ruhrwald begraben, Roger Cicero. Er war ein deutscher Pop- und Jazzmusiker mit eigener Big Band. Er verstarb am 24. März 2016 im Alter von nur 45 Jahren infolge eines Hirninfarktes, woran auch sein Vater Eugen Cicero, ein bekannter Jazzpianist, verstorben war. Die vielen Fanutensilien auf den Ablageflächen am Wegesrand zeugen von vielen BesucherInnen. Aber sein Grab muss auch erstmal gefunden werden. Unter jedem Baum befinden sich Urnengräber, wie zum Beispiel unter einer gepflanzten Birke. Dort ist unter anderem Volker Lechtenbrink begraben, auch ein Musiker, aber vor allem als Schauspieler bekannt. Ganz am Rande versteckt in einem Rhododendron, nun die letzte Ruhestätte von Roger Cicero. Das ist Heinz Erhardt. Er war Komiker, Musiker, Komponist, Kabarettist, Schauspieler und vor allem ein genialer Dichter. Unvergessen ist das Gedicht »Die Made«.
Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte, diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Morgens sprach die Made: Liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol. So lebt denn wohl. Halt! Noch eins, denk, was geschah, geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach sie und entwich, Made Junior jedoch schlich hinterdrein, und das war schlecht, denn schon kam ein bunter Specht und verschlang die kleine fade Made ohne Gnade. Schade! Dieses markante Grabmal mit dem großen Baldachin ist Karl Albrecht gewidmet. Nach einer Kaufmannslehre in seiner Heimatstadt Hamburg studierte er Kunst in Weimar. Karl Albrecht malte Landschaften und Stillleben. Auch die nächsten Angehörigen wurden hier beigesetzt. Als Grabmale dienen die Stelen. Es mag wunderlich klingen, aber spätestens seit dem Jahr 2004 werden auf dem Ohlsdorfer Friedhof wieder Mausoleen errichtet. 80 Jahre wurde auf eine solche pompöse Erinnerungskultur verzichtet. Finanziell gesehen sind etwa 200.000 Euro für so ein Bauwerk zu veranschlagen, zuzüglich der ortsüblichen Nutzungsgebühr von 40 bis 60 Jahren. Weitere Kosten, die vorab anfallen, sind die Aufwendungen für die spätere Auflösung der Grabstelle. Sehr viel weniger opulent gestaltet, nämlich gar nicht, ist das Grab von Henry Hübner, genannt in Casso Henry. Er zählte zu den bekanntesten Kiezgrößen auf St. Pauli. Er war Zuhälter, Geldeintreiber und zuletzt Touristenführer. Die Anteilnahme seiner alten Weggefährten war groß, aber zu einem Grabstein hat es dann doch nicht gereicht. Erinnert sich noch jemand an Oss? Sein bürgerlicher Name war Walter Josef Fischer, ein Graffiti-Künstler. Er verschönerte Hamburg mit 120.000 Graffitis. Seine typischen Symbole waren Smileys, Kringel und sein Namenszug Oss. Für seine Graffiti-Sprayereien saß er rund 8 Jahre wegen Sachbeschädigung im Gefängnis. Im Alter von 64 Jahren ist Oss beim Sprühen auf den Gleisen einer Bahnstrecke tödlich verunglückt. Das soll es dann zunächst gewesen sein. Mit einer Pause von 2 Videos auf dem größten Parkfriedhof der Welt geht es im nächsten Video dann weiter mit der Fahrt auf dem grünen Ring, der Hamburg umgibt. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Tschüss.